Ich troll nur, die hat eins. Nur keine Cam. Seems good. Ja, seems good. Ich habe gerade 20 Stunden Void Stranger auf 2x54 bis 47 Minuten geschnitten. Holy shit. Bring back the model. Was für ein Model? Ich habe kein Model. Also doch, ich habe eins, aber... What do you mean? VTuber, VTuber, VTuber. Stehst du so sehr auf mein V-Model? Ich habe halt nie was getrunken während Streams mit dem Model, weil das Model sich die ganze Zeit verschiebt dabei. Und ich habe etliche andere Sachen nicht gemacht. Ich muss mich 24/7 darauf fokussieren, dass das Ding in der Mitte sitzt, weil Perfektionistin und so. Wenn ich das Model wieder benutze, dann nur, weil ich nicht die Zeit habe, Haare zu waschen, etc. Und trotzdem gesagt, dass ich live gehe. Nur dann. Einzig dann. Ich habe 55 Affengeld bekommen. Was haltet ihr davon? Nein, Spaß. Still the imagine of the model, was? Was? Wenn ich zwei Kameras hätte, würde ich sogar vielleicht beides gleichzeitig machen. Wenn ihr es haben wollt. Ich hätte nichts dagegen, wenn ich zwei Kameras hätte, für die ich kein Geld habe. Zwei Model und Cam gleichzeitig zu machen. Why not? Stand mir als Platzhalter. Ja, das habe ich. Übrigens, meine Mutter begreift nicht, dass man Marmelade und Butter trennen sollte. Dass das was Komisches ist, das zusammenzupacken. Ja. I don't know, man. Was soll ich davon halten? Wie sieht's aus? 58 Sekunden noch, aber Ad geht noch 1:10. Ey, die Werbung fängt jeden Stream später an. Kann das sein? Ich erhöhe den Counter immer weiter und die Werbung hält trotzdem länger als der Counter. Das kann doch nicht sein. Ich stelle ihn jetzt noch höher. Nächstes Mal. Countdown. Properties. Minuten. 7. Sieben Minuten und 6 Sekunden, weil das wären 666. Das passt doch. Nicht wahr? Hi, Demi. Es ist so weird, zu Demi im Chat zu lesen im Moment. Aus Gründen, die manche Leute hier im Chat wissen. Und andere nicht. Anyways. Blut, 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 Blut. Hi. Get out of here. Die ist doch schon im Lurk. Lass sie doch. Die Daily Challenge heute machen. Will ich die Daily Challenge heute machen? 176. Was ist erlaubt? Doof. Aber wir haben noch 4000.
Low Regrow, Low Bloom Speed. What is this? Ain't no way it's Druid. Oh, ich hab Double Cash, Moment. Ain't no way it's Druid. It is not, in fact, Druid. It's probably Glugana. But Glugana costs too much. Unless this is enough degrow. Nope, that's too much. Okay. I might have power mitnehmen for free. Looks like a loot challenge, yep. Ich weiß nicht, ob ich es hier legit gemacht habe, weil ich Double Cash anhab, aber whatever. Das ist eh nicht unser Ziel. Hey Modi, willkommen im Stream. Schauen wir uns die neuesten Maps an oder halten wir uns das lieber... Nee. The Void of Darkness. Nice. Again, the Void of Darkness. Fire in the Hole. Das könnte wehtun. Fire in the Hole könnte richtig wehtun. Mal Genre-Dreiecke. Tactical, du machst das doch selbst nicht. Ich glaube, nicht mal Enya hat's gemacht. Also zwing die anderen nicht dazu. Ich glaube, den Track sollte ich vielleicht mal als Intro-Musik nehmen. Muss länger sein. Aber irgendwas, was 7 Minuten dauert für den Countdown. Anyways, gucken die ersten 5 Seiten an und gucken nach guten Maps und wem sind keine da. Among Us Gamer Plants vs. Zombies Map. Guter Username. Peak. Gabi Boyu. Scorpio, das ist mein Sternzeichen. Sieht auch gar nicht schlecht aus. Aber die Map ist wahrscheinlich nicht so spannend. Trending. 7-Minute White Noise Music should be fire and also fits the time perfectly. Nee. Monkey Airlines Flight 69, nice. Nice Ananas. Kann bei Trending bitte irgendwas Gutes auftauchen? Was eventuell Spaß macht? Ich sippe. Yet another straight line map. Sehr schön. What the heck is this? Excuse me? Thunderfish, no wait, Orca. Yeah. Sure. By the way, ich habe gestern nach dem Stream geguckt, ob ich das TTS-Zeug gefixt bekomme und das TTS-Zeug war nicht mehr da. What the heck? On my way to pick up my brother, I will return with additional... Modi, please. Warum joinst du immer diesen Stream, um zu sagen, dass du weggehst? Dann join den Stream doch einfach nicht.
Genau. Einmal voll drauf, bitte. Fünf Prozent Chancen, nur das kann nicht hinkommen. Probier's nochmal. Okay. Aha. This looks interesting but easy, but it's nice. It's a map. Burger King ist keine Map. Circuit haben wir schon gespielt. Grassloop ist aus BDD5, glaube ich. Nee, aus BMC. Hi Mia, willkommen im Stream. Ja. Dann schauen wir erstmal an, was dieser Unsinn hier ist. Bevor wir irgendwas anderes machen. Was zur Hölle ist diese Map? Das ist ein Bitrate-Killer, das kann ich dir sagen, aber gut. Schauen wir, was heute in den Affentieb so drin ist. Pet Wizard Village Ike. Kommt mir so vor, da hast du ein rotes Langarm-Shirt an. Nein, das ist pink. Mein rotes ist in der Wäsche. Das ist pink. Mit dem YWLD. Aber ja, habe ich oft. Das liegt zum einen daran, dass meine Lieblingsshirts sind. Zum anderen daran, dass die Zeit, die ich jetzt nicht online war, war alles in der Wäsche. Das heißt, ich habe jetzt wieder alles. Und ich sag's wie es ist, mein Lieblingsoutfit kann ich auf Twitch einfach nicht anziehen. Es geht nicht. It's squashing time. Schön, dass dich 20 Jahre älter aussieht. Das hast du schon mal gesagt. Come on. Ist das wirklich besser, wenn ich dich da hinstelle, als an der Kreuzung? Nee. Katze. Aus dem Tactical, das stimmt nicht. Das tut's in keinster Weise. Wenn mich irgendwann alt aussehen lässt, sind es die Haare. Vor allem die Haarfarbe. Die ich immer noch nicht mag. Und ich kann dir versichern, wenn ich rote Haare habe, ziehe ich das hier nie wieder an. Weil es einfach nicht passen würde. Village Alk. Gut an das. Reicht hoffentlich. Nice Snipe. Leider kein zweiter. Wie wär's mit einem Farbverlauf von Rot am Ansatz zu Gelb in den Spitzen? Nein, ich bin kein Kung Fu Fruit Cup. Abgesehen davon, nein. Rot oder nichts. Rot oder nix. Vielleicht schwarz, aber eher rot.
Verstehst du nicht, oder? Kann ich verstehen. Kann ich verstehen, dass du das nicht verstehst? Das ist sie. Aber ich muss neu anfangen, weil das nicht funktioniert mit Magier. Zumindest nicht so. Ja, tut es auch. Ich habe auch nur gesagt, ich bin nicht sie. Und dass ich das nicht mag. Tendierst bei dir in so eine Richtung? Okay. Ich nehme nur straight up red. Also rot oder dunkelrot. Was anderes nehme ich nicht. Was anderes akzeptiere ich nicht. Weil was anderes passt auch nicht zu meinem Lieblingsoutfit. Siehe Profilbild. Wie ein Yellow. Hat. What the heck? Dicke. So green yellow. Was ist das immer für eine Kombo? Rot, Verkehrsrot, Ziegelrot, Signalrot, Naturrot, Burgundrot, Dunkelrot. Ah, okay. Danke. Es sagt mir gar nichts. Vielleicht sollte es das. Ich hab meine Haare immer gelb-grün, das wird schick aussehen. Nein, würde es nicht. Hör auf zu trollen. Vor allem funktioniert es nicht mit schwarzer Kleidung. Ich bin auch überlegen, meine schwarzen Shirts und alles wieder anzuziehen. Statt das, was ich gerade anhabe. Wenn das mehr zu mir passt. Aber es sieht halt blöder aus mit dieser Haarfarbe. Ich mag diese Haarfarbe nicht. Nein, weiß will ich auch nicht haben. Auf keinen Fall. Sei froh, dass du dunkle Haare hast. Ich habe eine Farbe, die literally Straßenköter blond heißt. Ja, warum? Und Wuff kann ich nicht nachmachen und das kommt eh nicht durch. Danke dafür, Nvidia Broadcast. Ach, come on. Kam durch, aber schwach. Ja, eben. Broadcast lässt das nicht durch. Wie kam der jetzt durch? Der ist eben nicht durchgekommen. This game is trolling. Er ist eben nicht durchgekommen. Dieses Spiel ist Trollen.
You ready? Gut, dann kaufe ich eben Fireball. Das hier muss ich kaufen wegen Camo. Katze ist süß, ja. Das fällt dir aber früh ein, auf. Nach EW. 23 Runden. Ich war mit Schreiben beschäftigt. Ich weiß. Du wolltest nicht schreiben, weil du mit Schreiben beschäftigt warst. Ich weiß. Ich kenne das Gefühl. Ich war gestern Abend noch bei jemandem im Void Stranger. Also vor dem Stream. In einem Void Stranger Stream von einem Deutschen, der jetzt gerade erst angefangen hat mit Streaming. Und der ist absolut buff, dass ich Subs habe. Also Twitch Subs. Bei den anderen Subs weiß er, glaube ich, nicht. Und gestern konnte er in meinem Channel nicht schreiben wegen Telefonnummer required. Aber das heißt, sein Account ist nicht mal einen Tag alt gewesen. Was? Wieso buff? Hä? Was für ein Buff? Ich hab doch nichts in der Richtung gesagt. Buff, B-A-F-F. Target. Yeah. Weil er sich nicht vorstellen kann, dass kleine Streamer Subs haben. Es ist insane für ihn, dass ich keine 100 Follower habe, aber fast 10 Subs. Das Big... Bin halt besonders. Nein, ich bin nicht besonders. Guck dir mal Schweini5's Channel an. Der hat fast mehr Subs als Follower. Ja, toll bin ich, das stimmt. Aber ich habe halt niemanden in der Community, der Geld hat. Bei Schweini gibt es zum Beispiel die Leute, die ständig Gift-Subs reindrücken. Oder sowas. Generell hab viele Leute dort Geld. Meine Community besteht nur aus Leuten, die broke sind, weil sie das ganze Geld für Fetisch-Scheiße ausgeben oder für sonstigen Mist. Nein, Enya hat das Geld für Tape ausgegeben. Und für Gift-Sub. Come on, Game. Muss ich jetzt auf ein Alk kaufen, damit ich die Purples poppen kann? Why? Trotzdem noch ein Purple, der durchkommt. Pop ihn, Pet, danke. Eigentlich immer noch immer schon wieder im Gaming 1 Channel. Oh stimmt, ich habe vergessen, in den Stream Channel zu gehen. There we go. Warum ist sie immer noch streaming? Come on. Sami spielt übrigens kein Bloons mehr. Als Sami noch Bloons gespielt hat und ein neuer Boss rauskam, zum Beispiel Dread Bloon, da haben wir immer im Call gesessen, während ich gestreamt habe. Und uns über das Game und NK lustig gemacht. Aber die Zeiten sind auch vorbei.
Was ich ein bisschen schade finde. Sami quatschen hat immer Spaß gemacht. Here comes a big one. Nase ist am itchy, jucken. Mir fiel das deutsche Wort nicht ein. Lol. Es passiert mir viel zu oft, dass mir ein englisches Wort einfällt und ein deutsches nicht. Ja, immer noch oder ja schon wieder? Ja. Einzig wahre Antwort. Ich musste gerade für eine halbe Sekunde überlegen, aus welchem Game dieser Soundtrack kommt. I feel ashamed. Durst. Unglaublich, ich hab's doch gerade erst getrunken. Du trinkst in deinem Zimmer aus einem Glas. Ich bin verwundert. Why not? Weil ich ein Glas hier oben habe oder weil ich nicht aus meinem, weil ich nicht aus der Flasche trinke? Was verwundert dich mehr? Nicht aus der Flasche trinkst. Weil das doof aussieht. Das würde für euch so aussehen. Und ich bin Perfektionist, wenn es scheiße aussieht, kann ich es nicht machen. Sorry. Deswegen trinke ich ja auch nicht, wenn ich das V-Model aktiv habe. Weil das V-Model dann verrutscht oder hin und her backt oder sowas. Ich weiß noch nicht, wie ich die 16 Stunden überlebt habe, die ich Bloods gestreamt habe, ohne zu trinken. Ich weiß, wenn ich nachher weg habe, um 18 Uhr Vorstandssitzung. Um 18 Uhr habe ich Abendessen, also da würde ich sowieso offline. Außer ihr wollt im Be Right Back Screen gammeln, was ich nicht glaube.
Wie gesagt, ich will nicht, dass es doof aussieht. Es sieht viel weniger doof aus, wenn ich das Glas vor dem Mund habe, als wenn ich eine Flasche vor dem Mund habe. Anyway. Also ja. Ich trinke bis maximal 6, aber da muss ich dann denken, HRT nach dem Essen zu machen. Oder ich trinke bis 4:30. Dann mache ich es vorher. Aber da wir schon 4 haben, ist 4:30 eine doofe Option. Ja, 5:30 meine ich. Nicht 4:30. Einen ganzen Wasserkasten ist immer nice. Gezett. Ich habe 2 Apfelschorleflaschen hier. Und mehr nicht. Habe ich das gekauft? Egal. Here comes a big one. Warum ist die Fiesta-Mucke noch in der Playlist? Ich habe die rausgelöscht. Verschwinde, Nebelwald. Läuft bisher ein bisschen zu einfach, würde ich sagen. Runde 6 und 7 war auf jeden Fall das Schwierigste. Bisher. Hier sieht Bloons immer so leicht aus. Wieso? Uns ist ja leicht auf leichten Maps. Ist halt Kinderspielen. Und nicht im Schimms abnehmen. Doch, auf einfachen Maps ist auch das einfach. Auf schwierigen Maps, ja. Da ist das eine Challenge. Aber du musst halt wissen, was kommt und welche Tower gut sind. Oder welche Tower welche Schwächen haben. Zum Beispiel der hier hat eine starke Schwäche gegen Seumjis. Aber dagegen ist Pet gut. Der hat eine Schwäche gegen Seumjis. Mehr oder weniger. Außer du drückst die Ability. Wenn der Downtime hat, dann eine Schwäche gegen DDT. Das macht er weg. Pet hat sowieso eine Schwäche gegen DDT. Macht er weg. Die sind einfach eine sehr gute Ergänzung gerade. Und dann haben sie noch Alkwaffe natürlich, was sie extrem viel besser macht. Es ist für Kinder designed, deswegen gibt es solche Upgrade-Beschreibungen wie This is a big plane. The Bloons will wish they had never come. Oder Leaves most Bloons wishing they'd never been inflated. Diese Beschreibungen existieren, weil das Kinder geil finden.
Ich bin einfach auf und verliere. Das ist das Ding. Dieses Spiel hat Quality over Quantity. Aber richtig. Also, 6 T5-Affen reichen halt aber in meinem Spielstil nicht. Kommt doch an, welche T5-Affen. Wenn es Juggernauts sind und Elite Defender und Gloosh Storm und Super Brittle und Trade Empire, dann ja. Das reicht nicht. Aber zum Beispiel diese drei Magier zusammen sind ganz gut zusammen mit Pet. Da Pet Level 14 ist, können wir jetzt auch alles schmelzen. Plus 3 Damage ist nicht wenig. Auf alle Tauben Kreis. Ich muss nur hoffen, dass das, was ich hier stehen habe, ausreicht für Runde 100. Theoretisch sollte es, weil ich WLP habe und er genau über den Track fliegt. Aber er fliegt in die falsche Richtung. Meister Katapult, Gleben, Lord, Reißnagelzone. Okay, vielleicht waren es 4 und das 6. Kommt auf die Map an, das kann oder kann nicht ausreichen. Aber was vor allem wichtig ist in Bloons, ist Buffen. Buffen macht so einen Unterschied. Ready. Das Ding poppt noch nicht. Jetzt aber. Ich kann dir mal zeigen. Oder ich kann es dir nicht zeigen. Ich kann es dir sagen und zeigen. Weißt du, was Alk macht? Weißt du, was Alchemist macht? So grob. Weißt du, warum das hier so insane stark ist? Weil das kann man maffen. Das kann ich dir auch mal kurz maffen mit Epic Pen. Ich muss nur kurz Epic Pen in meine Szene einbauen. Window Capture. Epic Pen. Properties. Sieht man das on screen? Ja, gut. Ignore. Okay. Also. So ein Ninja. Wir gehen mal von ohne Affenwissen aus, weil ich da die Zahlen kenne. Nice, Enya. So. Das ist ein Ninja. Den upgraden wir auf 1 oben. Für Attack Speed 2 oben hat er 4. Da steht's. Shuriken can pop 4 balloons each. Ich hasse, ich will zu spielen. Kann Scanning Code reinschreiben. So. 4 Balloons jeweils. 2 Projektile, 5 Projektile. Halten wir fest. 5 Projektile, die jeweils 4 Balloons treffen können.
Das heißt, 4 Pierce. Und die haben einen Damage. Weil es ein Ninja ist. Okay? Das ergibt also, im Bestfall macht der 20 Damage pro Wurf. So. Alkbuff. Zumindest der T3er. Fangen wir mit dem an. Gibt plus 2 Pierce. Das heißt, hieraus wird eine 6. Hieraus ändert sich nichts. Es sind immer noch 5 Projektile. Und plus 1 Damage. Oder plus 2 Damage, wenn es sich um Moab oder Ceramics handelt. Das heißt, mit diesem Alk macht dieser Ninja 5 mal 6 mal 2. Beziehungsweise 5 mal 6 mal 3 Damage. Also 60 beziehungsweise 90 statt 20. Und wenn du den auch noch auf T4 Alk upgradest, dann hat er plus 3 Pierce. Das heißt, ups, das war das Falsche. Das heißt, hieraus werden 7. Das heißt, hieraus werden 105. Und hieraus werden 80. Right? Ne, 70. Was laber ich? So. Und vorher hast du 20. Und den Unterschied, den kannst du sehen, wenn du einen Moab schickst. Moab hat 200 HP. Wir machen jetzt 20 Damage an diesem Moab. Ergibt total Sinn. Ein Moab hat immer noch 200 HP, aber wir machen jetzt 105 Damage. Maximal, wenn alle Projektile treffen würden. Aber wir müssen dazu 4 Moabs schicken. Das waren 5, egal. You know what I mean. Wir müssen 7 Moabs schicken, in fact. Du siehst den Unterschied, ne? Und das gilt vor allem bei Towern, die viele Projektile und wenig Damage haben. Weil da ist der Faktor halt am größten. Wenn die viele Projektile haben, aber wenig Damage und wenig Pierce, dann ist der Effekt am stärksten. So ein Ninja hat 4 Pierce, du erhöhst den Pierce um, sagen wir, 2 durch den T3-Alk. Das ist ein 50% Increase, das ist keine 5. Das ist ein 50% Increase. Wenn du jetzt sagst, du hast einen Tower, der nur ein Pierce hat und buffst den mit plus 3 Pierce durch einen T4-Alk, dann ist der 300% besser allein in Pierce. Und so kannst du dann zum Beispiel den Tower hier, der hat ein Damage, 16 Projektile und ein Pierce. Das ist allein wegen Mathe so stark. Wenn du jetzt als Gegenbeispiel nimmst, den hier. Der hat 30 Damage, wenn BAD reinkommt. 30 Damage pro Dorn. Das heißt, er macht bis zu dieser Kurve, sagen wir 6,6k, 6,7k. Wenn du den Alk buffst, macht das kaum einen Unterschied. Weil jetzt hat er halt 31 Damage statt 30 Damage. Oh nein. Er hat trotzdem mehr Damage, weil er 10% schneller angreift durch den Trank. Aber das ist nicht viel. Das kannst du auch so erledigen. Oh, oh. Dafür brauchst du dann keinen Alk-Buff. Das macht keinen Unterschied, ob du jetzt ein plus 1 Damage oder plus 1 Pierce drauf hast. Plus 2 Pierce. Da ist nur der Attack-Speed der Unterschied. Aber deswegen ist auch zum Beispiel die Tech-Zone so insane stark, wenn du sie Alk buffst. Die hat zwar 2 Damage, okay, aber sie hat halt keinen Pierce mehr. Das heißt, wenn du jetzt 3 Moabs schickst, oder 4, da ist das Pierce-Cap. Kann nur ein Moab gleichzeitig treffen, da verschwinden die Nägel, hast du gesehen. Und wenn ich den Alk buffe, hat er halt plus 1 Damage auf allen 32 Projektilen, oder plus 2 Damage auf allen 32 Projektilen.
und plus 3 Pierce, deswegen ist das kein Problem mehr. So funktioniert Ike Buff. Okay. Damit Chips ist nicht möglich. Das werden wir sehen. Mal gucken. Du Scherzkeks, ey. Das kann ich nicht spielen. Das ist nicht Twitch-konform. Nein, Spaß, das kann ich schon spielen. Was macht der 020-Alk? Plus 15 Schusslimit, weil ein Alk hält 25 Schüsse auf T3, 40 Schüsse auf T4. Und plus, ich glaube, 2 Sekunden Dauer. Weil ein Alk hält 7 bzw. 12 Sekunden. Wie sowas. Enya, du bist ein Vogel. Meinetwegen, spiel mir die Scheiße. Aber du musst das nochmal neu machen, weil da sind 2 S vorne. Ich spiele ich erst, wenn da nur ein S vorne ist. Sorry dafür, aber ich spiele keine Tippfehler. Sorry, not sorry. Sorda Bumerang Jewel Ninja. Die Map kann ich nicht starten mit diesen Towern. Vielleicht diese. Wir spielen jetzt den Never und in der Zeit hat Enya Zeit, ihre Map zu fixen. Ja. ZMO. TDBH. Da steht BH drin. Nein, Moddys Frogo-Map spielen wir erst recht nicht, wenn Moddy nicht da ist. Außerdem muss ich die irgendwann mal durchspielen. Aber die ist so schwierig. Es ist so easy, es zu sterben. Anyways. Das sollte Sorda ja wohl schaffen, oder? Voraussetzt, man kann sie irgendwo setzen. Da kann man sie setzen, das reicht aber nicht. Warum kann ich Sorda nicht auf dem Orangen setzen? Was soll denn das? Mensch. Boomerang Druid Ninja. Maybe Ninja? Nee. Maybe Boomerang? Nee. Maybe Boomerang mit Range? Nee. Maybe Boomerang mit Range mit der anderen Hand? Nee. Aber knapp. Die Map kann mir nicht mit Sorda starten. Die sollte ich ja in die Knie zwingen. Tut sie nicht. Wenn ich einen Retry Last Round Button hätte, wäre ich total machbar. Die hat mich bisher immer gekillt, weil das Spiel nicht, meine Taste nicht angenommen hat. Okay, ihr müsst eine andere Map spielen. Wer ist mit Pac-Man? Das muss doch Sorda schaffen, oder? Mit dem OTMDV. Das schaffst du, oder Sorda? Weil die gehen ja alle hier lang. Und die kommen zu unterschiedlichen Zeiten dort an. Das wirst du ja wohl schaffen. Danke. Ey, das ist doch eine 1A-Map für einen Druiden auf Mitte, oder? Für den Waldgeist. Dafür ist die Map doch Peak. What's next? Hey. Now we're talking. Wenn ich mir Druide leisten, dann muss ich Boomerang kaufen.
Nice. Also Map. Pac-Man. Warum bewegt sich Pac-Man eigentlich nicht? Hat er zu viel gefressen? Spaß. Diese Map. Nein, Enya, du bist nicht doof. Sorry, dass ich jetzt erst lese. Du bist nicht doof. Du hast einfach nur einen Mist gemacht. Ist okay. Ey, und Enya... Ein weiteres S einbringen in das Wort ist kein großes Problem. Hauptsache, du kannst die Web löschen. Das Problem ist, wenn du so wie Moddy bist und das nicht aussprechen kannst, aber es versuchst. Das ist cringe. Da kann ich dann auch nicht mehr helfen. So, schaffen wir die Pinks? Wir haben wieder die Ability. Eigentlich ja schon. Nice. Okay. Now we're talking. Du bist nicht doof, du bist nur ein bisschen deppert. Ah ja. Das ist nicht das Gleiche. Ich glaube, es ist unironically best, wenn ich die auf Last stelle, damit er hier die ganze Zeit spawnt. Aber nee. Lass mal nicht machen. Dialekt üben wir nochmal. Ach, du hast Bischal geschrieben. Ich hab nicht gesehen. Ich hab da ein bisschen gelesen in meinem Brain. Bist ja nur ein bisschen deppert. Und deppert ist das einzige Wort, was mein Brain nicht direkt umkonvertiert hat in Hochdeutsch. Danke, Brain. Und nein, Dialekt üben wir nie. Ich bleib bei Hochdeutsch. Und Englisch. Ist beides okay. I returned average EQ successfully decreased. Molly, du hast was verpasst, was auch deinen EQ unterbietet. Manchmal, in gewisser Hinsicht. Aber nicht so cringe ist wie deine Aussprache von dem Wort. Kryptische Beleidigungen sind die besten Beleidigungen. Nein, nicht das Schneckenbild. Das, was Enya gerade fixt. Denke ich mal, was sie gerade fixt. Hauptsache, die Blutsleute bannen dich nicht für die Map. Du hast es falsch geschrieben, Mia. Deswegen hat der Bot nicht reagiert. Hat nichts mit Verfehlen zu tun. Und auch nichts mit Stress. Okay, Stress ist die richtige Schreibweise. Mit Verfehlen hat das nichts zu tun. Will ihn doch nicht triggern. Musst du aber, wenn du es richtig schreiben willst. Und ich bin nicht schuld daran.
Das schaffst du, oder Sora? Es sind nur gelbe. Please. Ich habe kein gutes Camo, wenn du nicht ausreichst. Gut. Ich bin überlegen, den Ninja hier in die Mitte zu stellen, weil da kommen alle vorbei und dann kann ich Sticky Bomb darauf machen. Das klingt nach sinnvoll. Ja, das ist Pac-Man, Modi. Meine Aufmerksamkeitsspanne war auch schon mal höher. Okay, ja, die kommen alle mehrfach hier vorbei. Das heißt, da eine Sticky Bomb ist am sinnvollsten. Oder hier. Hier. Ich glaube, wir kriegen keine 5400 mehr zusammen in zwei Runden. Ups. Ich muss erst einmal Informationen verarbeiten, nebenbei mit Enya Pläne schmieden und Schwerter skizzieren, beziehungsweise Level und so. What the heck are you talking about? Was macht ihr? Was ist mit Schwertern? Please pop. Please pop. Didn't pop in time. Ein Komplottplan. Ja, sure. Nein, ehrlich, was machst du? Was macht ihr? Get ready, Moab. Okay, das funktioniert so nicht. Wir haben ein Moab-Problem. Können wir dieses Moab-Problem lösen? Get ready, Moab. There's no way, ich mach 200 Damage. There's no way. Ich habe kein Geld für Moab-Press. Ich habe kein Geld für sonstigen guten Damage. Ich habe genug Geld für den, immerhin. Der könnte mich retten. Get ready, Moab. Nice. Wir brauchen definitiv bessere Camo-Defense, das reicht so nicht. Molly, antworte mal! Ich drei Leuten gleichzeitig zuzuhören. Warum hörst du drei Leuten gleichzeitig zu? Habe immer noch gefragt, wofür die Schwerter. Was machst du? Hier antworte meine Frage. Get ready, Moab!
Nein, du sagst mir jetzt, warum du das geschrieben hast. Sofort. Los! Weil Enya an einem lustigen Level arbeitet und ich witzig fand. Kannst du auch Deutsch schreiben? Willst du ein Timeout haben oder kannst du aufhören zu lügen? Das ist nicht witzig. Ich hab den Finger drauf. Doch er lügt. So eine Scheiße schreibt man nicht einfach mal eben so. Nein, du schreibst nicht weniger Unsinn in Zukunft. Du sagst mir jetzt, was du geschrieben hast und warum. Nein, ich bin nicht mad. Nein, du hast nicht Nonsens geschrieben. Und selbst wenn du das geschrieben hast, hast du einen Grund dafür gehabt und ich will den Grund wissen. Nein, das sollte kein Witz sein. Das ist deine Standardantwort, wenn du keine Antwort hast. Sag mir den Grund. Natürlich hat er einen Grund. Du schreibst nicht einfach so mal in den Chat, du willst Pläne mit jemandem schmieden und Schwerter skizzieren. Das tut man nicht einfach mal eben so. Das hat einen Grund. Nein, tut man nicht. Auch Modi nicht. Nein, Modi, Pläne schmieden ist ein ganz normaler Begriff. Und Schwerter skizzieren ist auch total möglich. Hast du noch nie von Pläne schmieden gehört? Nein, deshalb ist es nicht lustig. Deshalb ist es so verwirrend. Weil Pläne schmieden existiert, impliziert das, dass du Schwerter skizzieren ernst meinst.
Werbung vorbei? Nee, Werbung ist vorbei. Ich nehme das nicht ernst, du hast ernst geschrieben. Wenn ich es ernst nehmen würde, hättest du schon ein Timeout gehabt. Und wenn ich sauer gewesen wäre, hättest du schon einen Bann gehabt. Aber hast du nicht. Sieht gut aus. 56. Hat Camo Rainbows, die sollten aber eigentlich gehen, oder? Weil ich ja den machen kann. Nee, das wollte ich nicht machen. Egal. Habe ich die Ability noch oder hat er die jetzt letzte Runde gezündet? Letzte Runde, okay. Wollte trotzdem gehen, oder? Nee. Okay, müssen wir es bauen. Was vor allem du? Meinst du mit warum vor allem ich? Bei mich. Get ready. Moab. Modi? Get ready, Moab. Antworte meine Frage. Wir hätten was abgeschlossen. Ich hab dich gefragt, was du meinst mit vor. Warum vor allem mich? Heya, get ready! Moab! Leaping sword! Ich verstehe nichts mehr. Das ist normal, mit Modi kommunizieren zu versucht. Du musst ihn 4.000 oder 5.000 Mal was fragen, bis du eine Antwort bekommst. Ich habe Angst, gesniped zu werden mit zweiter in zwei Player Elite. Viel Erfolg dabei ist zu bleiben, Charizard. Willkommen im Stream. Oder kannst du deinen Lieblingssort bitte an die richtige Stelle schmeißen? Hey. Genau. Danke. Ich hab
den Überblick verloren, weil du schikanierst mich gerne, also okay, aber bitte nicht beim Stream. Ich möchte nur eine Antwort auf meine Frage haben. Immer noch. Big, Red and Slicey. Ja, genau, das ist das Problem. Und wenn ich im DM eine Frage stelle, dann redet er so lange drumherum, bis er die Frage vergessen hat. Und dann ist er zu faul, hoch zu scrollen. Weißt du, wie sehr das triggert? Genug Defense für 63? Vermutlich nicht, oder? Na, aber nein. Typischer Montag. Nee, typischer Moddy. Moddy, beantworte meine Frage. Die du immer noch nicht beantwortet hast. Welche sonst? Es gibt ja nur eine. Das ist so schwer zu begreifen. Ich habe den Überblick verloren, die anderen beiden haben auch keine Ahnung, welche Frage, sie steht hier ebenso nirgendwo. Natürlich steht sie hier nirgendwo, weil ich rede und nicht schreibe. Und alles andere war gefühlt mehrfach beantwortet. Nein, du hast nichts beantwortet. Und erst recht immer noch nicht meine Frage, die immer noch dieselbe ist und immer noch lautet, was meinst du mit warum vor allem mich? Langsam werde ich ungeduldig. Immer noch keine Antwort. Frage erklärt sich von selbst. Du bist Träger und ich bin das Streamthema Nummer 1, weil ich unschuldigen Nonsens geschrieben habe. Du hast keinen unschuldigen Nonsens geschrieben. Zum einen war er nicht unschuldig. Zum anderen, wenn es Nonsens ist, gibt es einen Grund, warum du sowas schreibst. Man schreibt nicht einfach random Nonsens in irgendwelchen Chat. Auch du nicht.
Doch, das tut man. Ich schreibe viel Unsinn. Ich verstehe nicht, was an diesem Unsinn anders war. Habe ich dir erklärt? Und nein, das stimmt nicht. Dein XD kannst du dir sonst wohin schieben. Das war nicht lustig. Kann ich dir auch nicht weiterhelfen? Doch, du könntest mir mal eine Antwort geben auf meine Frage. Big, Red and Spicy. Das wird schon extrem weiterhelfen. Big, Red and Spicy. Get ready. Okay, ich kann nicht mehr. Es gibt keine Antwort, die du akzeptieren wirst. Du wirst so lange weitermachen und kritisieren, bis ich wieder liebe. Nö, ich will nicht, dass du liebst. Es war einfach Nonsens und ich verstehe nicht, warum ich nur das Thema bin. Weil du die einzige Person bist, die im Chat schreibt. Deshalb. Über was soll ich sonst reden, wenn nicht über dich, wenn du die einzige Person im Chat bist? Ich habe absolut kein Problem mit deinem Satz. Ich brauche einfach was, über das ich reden kann. Ne, Mia hat auch nur zu deinem Thema geschrieben und sonst auch nur gelurkt, mehr oder weniger. Die letzten N-Nachrichten sind alle von dir oder um dich. Das liegt halt daran, dass ihr gerade quatscht statt schreibt. Was ja vollkommen okay ist. Ich habe auch schon zwei, dreimal überlegt, ob ich auf euren Call klicke. Damn, ich bin Fame, ich hol die Kamera. Du bist nicht Fame. Du bist lame. Denn mal aus, BB. Musst du weg, oder? Ciao Mia, danke fürs Beischauen. Bis denne. Wann auch immer. Ihr dürft das wirklich nicht zu ernst nehmen, ja? Wenn ich ernsthaft mad bin auf Modi, dann kriegt er einen Timeout oder sowas. Oder einen Block oder einen Bann oder was auch immer. Aber ich bin nicht ernsthaft mad. Ich bin nie ernsthaft mad. Ich kann nicht sauer sein. Es nervt mich, aber ich habe kein Gefühl von Wut. Das existiert nicht.
Eins von den vielen Gefühlen, die ich einfach nicht habe. Genauso wie Frustration habe ich kaum. Deswegen kann ich auch so gut Celeste grinden, wie man gestern gesehen hat. Ich werde nicht wütend, ich werde nicht genervt. Ich werde auch nicht wirklich frustriert. Ich weiß, dass es frustrierend sein sollte. Und ich sage das manchmal auch. Aber ich bin nicht wirklich frustriert und kann einfach weitermachen. Wut gibt es nur im Schlafzimmer. Nein, das ist auch keine Wut. Das ist Spiel, wenn ich das Ding in der Hand habe. Das ist Spaß. Das hat nichts mit Wut zu tun. Wenn ich wütend sein würde, würde ich wahrscheinlich eine Peitsche nehmen. Weil die wirklich wehtut und weil ich damit nicht umgehen kann. Wahrscheinlich dann richtig Schaden verursache. Aber ich bin nicht wütend. Das passiert nie. Ich habe auch legit kein Problem damit, dass du manche Fragen einfach nicht beantwortest. Ich finde es aber extrem lustig, dich in die Situation zu bringen, dich erklären zu müssen. Weil das einfach Spaß macht. Wegen deiner Reaktion. Das ist einfach so. Sounds like a trap, wenn du meinst. Ich könnte ja einfach auch einen Call joinen. Habe ich da auch kein Problem mit. Bringt ja nichts dagegen. Wir hatten unsere Stimmen dann aufgenommen. Nur wenn ich den Haken bei Discord rausnehme. Wenn ihr wollt, kann ich eure Stimmen aufnehmen. In den Stream. Das ist ein Klick für mich. Wenn mein Setup korrekt ist zumindest. Ich kann nicht garantieren, dass mein Setup korrekt ist. Ich habe ewig lange keinen Discord-Call on Stream mehr gemacht. Also es besteht immer die Möglichkeit, dass es inkorrekt ist. Please pop. Too late. Sehr viele Moabs. Das sieht nicht gut aus. Die Lane ist schon am Leaken. Los. Wann kommt Camulet? Spielt ihr ABR oder normal? Das ist wichtig.
59 und 95. Und 90. I see a problem. Mordi, das war nicht witzig. Witze, die schon in 2000 alt waren, sind auch in 2024 nicht witzig. Habe ich euch so hart verwirrt, ehrlich im Call? Habe ich euch echt so hart dran gekriegt? Bin ich so gut im Acting? Sei mal ehrlich. I'm as sharp as I get. Get that ZOMG! Bin ich so verdammt gut im Acting? Eine Person ist Essen, die andere muss gleich los und eine Person ist Mordi. Zwei dritte Personen haben keine Angst vor dir. Keine Angst vor mir. Warum solltest du Angst vor mir haben? Warum sollte irgendwer Angst vor mir haben? Lol. Ihr Vögel, ey. Ich glaube, diese Map ist zu schwierig für dieses Affenteam. Aber immer haben wir Dart Monkey. Das heißt, wir können zumindest diese Map mal anfangen. Yay, bin ein funny Burp. Was? Ha? Prepare for liberation. Weiß genau, was ich mit Vogel meine.
Mal raus, bis später. Alles gut, Enya. Danke fürs Vorbeischauen und bis dann. Und viel Spaß beim Map-Editoren. I guess. Map ist fertig. Kannst du noch nicht publishen oder wie? Oder willst du für einen anderen Stream aufbewahren? Okay, kannst du noch nicht publishen. Das habe ich gefragt. Warum hast du Reef-Emotes? Honey, please. Hat mir jemand gegiftet. Deutsch 0 von 10. Natürlich hast du sie deshalb. Du bist jetzt zur Vorstandssitzung und ich will dabei sein, wenn du die spielst. Alles gut. Wie lange bist du da ungefähr? Weißt du das? Lohnt es sich, den Stream anzulassen oder kommst du erst morgen oder so wieder? / spät nachts. Falls du noch da bist. Spätabends, was ist spätabends in deiner Definition? Nach 21 Uhr. Ja, das ist zu spät dann. Von 18 bis 21 nicht zu streamen ist... noch zu streamen ist lang. So. Come on. Mann. Werde getrollt von Striker. Ein Damage fehlt. Wie immer. Nice. Schon wieder. Come on. Hab ich genug Geld, um dich zu kaufen während der Runde? Never. Nee. Genug Geld, um dich zu kaufen während der Runde. Hilft das? Nee. Immer wieder ein roter. Das ist so unnötig. Come on. Nein, please. Danke. Ja, nach 21 Uhr ist zu spät. Dann mache ich Schluss, wenn HIT/Werbung. Was ist die Uptime gerade?
für den Stream. Für die 8, okay. Das heißt, ja, das passt. Dann mache ich nach der Werbung Stream Schluss. Beziehungsweise direkt davor, je nachdem, wie viele Leute da sind. Und wie weit wir mit dieser Map sind. Diese Map ist Pain. War ein kurzer Stream, aber das habe ich ja angekündigt. Ich streame lieber abends. Ich glaube, ich starte die Map neu. Das funktioniert so nicht. Hat doch funktioniert. Aber nicht gut. Ich hab kein Geld für irgendwas anderes als Dartmangi. Meinetwegen. Wenn ich die 865 habe, dann können wir es vielleicht sogar noch schaffen. Eine Wall of Fire am Ausgang ist definitiv hilfreich. Alle bitte. Wait. Rechte Lane ist die, die zuerst kommt. Das heißt, das wäre schon fast sinnvoll. Und ich habe theoretisch ein Decamo. Die Camo Wizard. Ja. Und Deep Breath.
war jetzt lieber Geld für Runde 40. Vielleicht brauche ich's. Vielleicht auch nicht. Je nachdem, welche Lane der Mo abnimmt. Okay. Das ist nice. Da hat Ninja haben wir noch. Okay. Das ist nice. Wir haben Sabo. Zur Not. Bei Pop brauche ich eigentlich keinen Sabo. Ich brauche Moab Damage für Runde 100. Not sure. Camo Pinks sollten wir eigentlich schaffen, oder? Ja, easy. Yes. Bin noch nicht sicher bei dem Moab Damage auf der linken Seite. Wie heißt die Map? Keine Ahnung. Never, glaube ich. Eine User-Map, ne? Gib doch den Code ein und guck nach. Der steht doch da. Target that MOAV. Die One Camo Ceramics. Sieht gut aus. Defend that Brick. Okay, ich habe den Continuous noch. Okay, unser Moab Damage auf der linken Seite ist definitiv nicht vorhanden. Vielleicht Sharpshooter als Moab Damage wahrscheinlich, ne? Ja. Deep Breath ist clean up als... Ja, passt. Gut. Das sind nur Ceramic, das sollte eigentlich gehen. Ja. Ich könnte jetzt Armbrustmeister kaufen. Der steht nur in einem richtig doofen Spot. Also spare ich lieber weiter auf Fürst. Fürs Midgame. Crossbow Master muss nicht sein. XBM ist zwar gut, aber nicht in dem Spot. Wenn selbst Sharpshooter ständig verfehlt, dann wird XBM auch verfehlt. XBM. So, was ist unser Runde 100 und genereller Moab Damage? Master Bomber Spam wieder?
Master Bomber Shinobi Spam oder Grandmaster Ninja plus Pod. Das ist keine Runde 100 Damage. Auch gesehen davon reicht das. Not sure. Ich kann halt nicht Alt buffen, ich kann kein Discount Village bauen. Aber ich glaube schon, dass Double Ninja mein Best Play ist. Du nutzt TMODDBH, um mich zu finden. Dann kannst du nicht lesen. Wenn du diesen Code verwendest, den du gerade geschrieben hast, hast du absolut keine Leseskills. Weil so schwer ist es nicht, ein T und ein Z auseinanderzuhalten. Ich hab dahin gezeigt, genau. Und du hast auch den größten Teil des Codes richtig eingegeben. Also laber keinen Unsinn. Target that BFB. Den Code von Steam entnommen. Von Steve? What? Was du labern? Nein, hast du anscheinend nicht, weil da steht ein Z vorne und kein T-Modi. Hast du den Ping im Stream gehört? Ich habe dich fünfmal auf den Typo hingewiesen und jetzt sagst du mir, es ist ein Typo. Wirklich? Was ist falsch bei dir? Ich habe fünfmal nachgefragt. Indirekt. Target that BFB.
Die ersten drei verpasst, weil ich das Screenshot geht zurück zur Schule. Kannst du nicht ernst meinen, dass du gerade das Screenshot geschrieben hast? Nix Typo. Nice. Du brichst gerade die Regel 5 oder so des Streams. Entweder die erste oder die letzte, ich hab's vergessen. Gute Frage, soll ich dich bannen? Nein, das ist keine Antwort auf meine Frage. Dann halt dich dran. What next? Hier ist ein ab 18 Stream. Dein Kindergarten kannst du dir sonst wohin schieben. Target that BFB. Target that ZOMG! Target that BFB! Target that ZOMG!
Aber ein Problem. Das nennt sich ZOMG. Target that ZOMG. Target that B. Target that MOAB. Target that BFB. Got it on the first try. Target that MOAB. Target that COMG. Target that BFB. Target that DDT. Target that COMG. Wecker ausschalten. Ich krieg niemals genug Geld zusammen, um noch Master Bomber zu kaufen. Das heißt, wir haben faktisch einfach verloren. Weil ich Runde 100 so nicht schaffen kann. Selbst wenn ich die 94 und so überstehe, Runde 100 wird so nix. Abgesehen davon überstehe ich Runde 94 nicht, aber Runde 100 wird nix. Nee, ist so nicht machbar.
Edge endet in 1:30. Yay, Level vorbei. Wir haben irgendwie 94 überstanden, aber das... No way, dass ich noch 98 schaffe mit diesem Setup. Und no way, dass ich Runde 100 schaffe, weil ich Master Bomber nicht kaufen kann. Ja, dazu müsste ich 98 irgendwie überstehen. Dann könnte ich Master Bomber kaufen. Aber das wird nicht passieren. Meine einzige Chance, 100 zu überstehen, ist, indem ich Master Bomber kaufe in 98. Aber da ich das Geld dafür nicht habe, müssen wir leider das Team zerstören. AKA, ich baue uns Spike Storm. Anders überlebe ich hier nichts. Dieses Affenteam ist offiziell tot.
Rick. Nein, die Seven kommt durch. Target that COMG. Yes. Und einen zweiten Moab Glue auf der anderen Seite. I guess. Lässt hier kleben reicht nicht aus. Zumindest nicht immer. Zu viele, oder? Ja. Okay, 98, was machen wir gegen dich? Moorpress. Das Team ist eh tot. Target that. Target that. COMG. Hier sind sehr viele. Das ist nicht gut. Nee. How do we beat 98? Ich weiß, ich kann Spike Storm greeden und einsetzen, aber dann habe ich nicht für 100. Der geht in die falsche Richtung, das ist nicht gut. Das ist ein Problem. Dieses Problem können wir nicht lösen. Ich glaube, ich habe dieses Affenteam hart verkackt und ich kann es nicht mal mehr ohne Affenteam retten. Aber 98 ist down immerhin. So, wie sieht's damit aus? Dachte ich mir. Okay, wir haben ein Problem mit DDT, as usual. Kann ich es irgendwie lösen? Ich kann es theoretisch lösen, indem ich Eis nutze. Fürs Deleting. Sofern der trifft. Nope. Was haben wir noch für Optionen? Wir haben die Option. Alkbar fürs kann ich mir nicht geben. Hab ich noch irgendeine Option? Kann ich irgendwie die DDT noch überleben? Oh, Blut trifft sie nicht rechtzeitig. Nope, der kommt durch. Okay, die kommen auf beiden Seiten durch. Dann kann ich, glaube ich, keine Lösung mehr finden. Da habe ich kein Geld. Ja. Die einzige Option, die ich habe, ist Spike Storm zu nutzen, aber den brauche ich auf 100. Das ist ein Problem.
MOAV. Target that BVP. Got it on the first try. Boom! Hm. Ich glaube, mir fehlt genau ein ganz bisschen Geld für den zweiten Spike Storm. Das heißt, wir haben verloren. Ja. Schade. Aber wir sind sehr weit gekommen mit diesem Müllteam. Immerhin. Das wird halt nicht mehr funktionieren. Aber vielleicht doch, Moment. Vielleicht kann ich das noch retten mit einem Moa Press. Das wäre insane. Target that big huge one. Pop zu schnell, das ist das Problem. Do your job, Moa Press. Push them zurück. Push sie zurück. Nee. Moa Press tut deinen Job nicht. Okay, haben wir noch eine andere Option? Wüsste nicht welche. Ich bin ganz ehrlich, ich wüsste nicht welche. Hat die vorigen beiden Male funktioniert. Auch wenn es diesmal nicht funktioniert. Naja, gut. Ich muss jetzt eh gleich essen, also. The store is open. War wann? Entweder immer noch das. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Bleiben. Aber. Ja, ich muss essen. Also. Ciao.